Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Autoverrückt. Heute möchte ich euch mal ein meiner Meinung nach günstiges Einsteigerset vorstellen. Ja, so die grundlegenden Sachen, die man für den Beginn, für den Start in die Autopflege so braucht. Ja, ich gliedere das Ganze jetzt so ein bisschen chronologisch. Beginnen möchte ich jetzt mit der Felgenreinigung. Da empfehle ich einem Einsteiger den Sonax Felgenbeast Reiniger. Es gibt sehr viele gute Felgenreiniger am Markt, aber ich denke, mit diesem Sonax Felgenbeast Reiniger für roundabout 12, 13 € pro Liter ist man für den Anfang erstmal sehr gut dabei. Der Felgenreiniger reinigt auch kontaktlos sehr gut und falls wir dennoch eine Kontaktwäsche machen wollen, also wenn wir unsere Felgen dann auch noch per Hand reinigen wollen, weil wir wirklich ein perfektes Ergebnis haben wollen, empfehle ich so einen Felgenhandschuh. Die kosten so, ja, 5, 6 €. Links zu den sämtlichen Produkten sind unten gegliedert in der Beschreibung und in den Kommentaren. Ist natürlich für den Einstieg günstiger als Felgenbürste und Pinsel einzeln zu kaufen. Dazu nehmt ihr einfach so einen kleinen Eimer. Die hat man meistens da. Die braucht man jetzt nicht zusätzlich dazu kaufen. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Anwendung an. Ja, in der Waschbox angelangt, beginnen wir jetzt einmal damit, die Felge mit dem Felgenreiniger einzusprühen. Wie gesagt, den Sonax Felgenbeast Felgenreiniger nehme ich, der ist säurefrei. Das finde ich gerade für den Einstieg sehr, sehr wichtig. So kann man den Reiniger bedenkenlos auf sämtlichen Felgen anwenden. Wie wir sehen können, die Felgen sehen auf den ersten Blick sauber aus, sind aber dennoch ein bisschen verschmutzt. Deshalb, ja, kommt hier auch der Reiniger zum Einsatz. Wir werden die Felgen gleich auch mit dem Felgenhandschuh reinigen. Das zeige ich allerdings gleich erst bei der Handwäsche. Das macht für mich dann chronologisch mehr Sinn, als direkt am Anfang das schon zu machen. Ja, also die Felgen werden jetzt komplett eingesprüht. Dann lassen wir das Ganze 3 bis 5 Minuten einwirken, bevor wir es dann später absprühen können. Weiter soll es mit dem Thema Vorreinigung gehen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, APC oder so zu verwenden. Allerdings empfehle ich ganz klar einfach ein Snowform. Ist gut, günstig und für jeden anwendbar. Dazu braucht man einen günstigen Schaumsprüher. Ich habe hier zum Beispiel damals mit dem Quasar Venus Former begonnen. Kostet 20 €, fast 2 Liter. Ist eine gute Möglichkeit. Allerdings würde ich euch inzwischen den Alta Form 2000 empfehlen. Link ist in der Beschreibung. Kostet ungefähr 15, 16 €. Habe ich selber schon testen können in der Waschbox. Ja, absolut ausreichend und ja, super empfehlenswert. Ich selber mache das jetzt inzwischen immer mit dieser Gloria FM30. Hier habe ich ein Kompressorventil dran mit Akkupumpe. Allerdings ist das wirklich eine Spielerei. Kostet schon 80, 90 € mit der Akkupumpe zusammen. Wenn ihr euch was Cooles gönnen wollt, dann ist das eine super geile Sache. Aber ja, es muss nicht wirklich sein. Also da kann man schon drauf verzichten. Ich möchte euch die Spielerei hier trotzdem einmal vorführen. Ich mache das Ganze immer mit 3,5 Bar Druck und dann kann ich das ganze Auto komplett ohne Pause einsprühen. Wie gesagt, ich nutze in dem Fall gar keinen Insektenentferner. Meiner Meinung nach reicht in den meisten Fällen Snowform aus. Ich mache das Ganze hier mit dem Sonax Witch Form Shampoo. Das nutzen wir gleich auch als Autoshampoo. Da gibt es dann gleich auch nochmal eine Vorstellung für, wenn wir zur Eimerwäsche gehen. Aber ja, meiner Meinung nach ist das auch hier der Step bei der Fahrzeugwäsche, der am meisten Spaß macht. Ne? Das ist einfach richtig cool, sein Auto so einzuschäumen. Oft ist es allerdings auch so, dass die Waschboxen diese Schaumfunktion bereits eingebaut haben. Dann könnt ihr euch natürlich das Geld sparen und ja, einfach diese Funktion nutzen. So, nachdem der Wagen nun eingeschäumt ist und der Felgenreiniger einwirken konnte, spülen wir den Wagen ab. Dazu nehmen wir das Klarspülprogramm. Das ist meist am günstigsten und ja, optimal geeignet. Ja.
Ja, nun kommen wir so zum Hauptteil der Wäsche, zur klassischen Zwei-Eimer-Wäsche. Ja, wir brauchen ein Autoshampoo. Ich habe euch ja gesagt, dass ich bereits bei der Vorwäsche das Sonax Rich Foam Shampoo genutzt habe. Inzwischen gibt es wirklich viele von diesen guten All-in-One-Produkten. Das ist ein Autoshampoo und ein Snow Foam Shampoo in einem. Die sind pH-neutral und ja, absolut bedenkenlos einsetzbar. Deshalb empfehle ich euch dieses Rich Foam Shampoo. Kostet ungefähr 10, 11 Euro. Dazu brauchen wir zwei Eimer, einmal fürs Shampoo-Wasser, einmal für klares Wasser. Ich habe hier diese 20 Liter Lebensmitteleimer, auch die sind natürlich verlinkt, sind deutlich günstiger als so typische Eimer für die Fahrzeugpflege, werden mit einem Deckel geliefert und auch der GridGuard-Einsatz wird reinpassen. Der ist aber jetzt aus Kostengründen nicht enthalten in meinem Einstiegsset. Ja, aber gibt es ein Video dazu, wo ich das auch mal vorgestellt habe. Dann brauchen wir natürlich auch einen vernünftigen Mikrofaserhandschuh. Ich habe hier immer dieses chinesische Modell, den kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus einigen Videos. Preislich liegt der wirklich bei 2,50 Euro und der ist schon einige Male in der Waschmaschine gewesen. Der hält super, also absolute Empfehlung. Anderweitig könnte ich euch die Amazon Basics Handschuhe empfehlen. Da gibt es zwei Stück für 10 Euro. Bei verschmutzten Autos macht es auch durchaus Sinn, teilweise zwei Handschuhe zu nehmen. Also ja, das ist natürlich auch eine gute, günstige Alternative. Ja, dann befüllen wir hier die Eimer mit dem Wasser. Meine Waschbox hat zum Beispiel die Möglichkeit, hier direkt Wasser zu zapfen. Falls ihr die Möglichkeit nicht habt und es mit eurem Waschboxbetreiber abgeklärt habt, ist es oft auch möglich, das Wasser selber mitzubringen. Wie gesagt, diese Eimer werden auch mit Deckel geliefert. Ja, dann füge ich jetzt hier das Shampoo in die Eimer. Ich packe mir hier, ja, so anderthalb Verschlusskappen rein. Das reicht auf jeden Fall aus. Zu viel sollte man auch nicht nehmen, da einfach so ein bisschen an die Herstellerbeschreibung halten. Aber ein bisschen mehr schadet jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht wild. Und genau, wenn ihr wollt, könnt ihr da vorher nochmal den Hochdruckreiniger reinhalten, dann schäumt es ein bisschen mehr, habe ich jetzt nicht gemacht. Dann falte ich mir diese Bündchen von dem Handschuh so ein bisschen nach innen. Dann ist das vom Handling wie der ganz klassische, ja, Autoschwamm, wie man es eigentlich aus alten Tagen kennt. Ja, und so wasche ich jetzt das komplette Auto. Dabei fange ich oben an, weil der obere Bereich am wenigsten verschmutzt ist und arbeite mich nach und nach bis nach unten vor. Wie gesagt, wenn das Auto sehr verschmutzt ist, macht es auch Sinn, für die unteren Bereiche nochmal einen separaten Handschuh zu nehmen, damit man sich quasi seinen, ja, in Anführungsstrichen, guten Handschuh nicht verschmutzt. Genau, und hier muss man den Handschuh auch nicht jedes Mal auswaschen. Zum Beispiel nach der einen Dachhälfte kann ich ihn einfach umdrehen, die andere Hälfte benutzen und hier einmal so zur Vorstellung, diese Handschuhe halten wirklich unglaublich viel Wasser. Das macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Ja, dann wird er in dem klaren Wasser in dem Eimer ausgewaschen. Bringen wir das Ganze aus, gehen wieder in den Shampoo-Eimer. Wir gucken zwischendurch natürlich immer, ob wir irgendwelche Schmutzpartikel drin haben, irgendwelche Steinchen. Die nehmen wir natürlich sofort raus. Das sieht man bei so einer hellen Farbe immer ganz gut. Einfach wieder in den Shampoo-Eimer und nehmen wir uns das nächste Bauteil vor. Wenn man da so ein bisschen Übung drin hat, dann dauert dieser Prozess vielleicht 10 Minuten, wenn überhaupt. Also das geht wirklich ratzfatz. Nun möchte ich euch dann auch nochmal die manuelle Felgenreinigung zeigen. Hier, wie gesagt, dieser ganz kleine Eimer, den kriegt man oft dazu, wenn man eine größere Portion Soße oder Eis oder so kauft. Hier habe ich jetzt auch das Rich Foam Shampoo drin, nehme ich hier diesen Felgenhandschuh. Dafür bin ich wirklich Fan. Also inzwischen benutze ich den wirklich sehr, sehr gerne. Es kommt so ein bisschen auf eure Felge an. Wenn ihr jetzt natürlich so eine Vielspeichen-BBS-Felge habt oder so, ist das schwierig, in die Speichen reinzukommen. Aber zum Beispiel bei so einem Rad, wie ich es hier an dem Mercedes habe, funktioniert das mit diesen Felgenhandschuhen wirklich gut. Also da kommt man wirklich an jede Stelle ran. Ihr seht das hier, man kann dann mit den Fingern hier auch in diese kleineren Speichen reingehen. Man kommt super ins Felgenbett rein. Ja, das ist wirklich eine coole Sache. Man kann sich hier so einen Finger nehmen und sogar wunderbar die Radbolzenlöcher säubern. Das ja, auf jeden Fall eine coole Erfindung. Falls ihr lackierte Bremssättel habt, dann würde ich auch immer über den Bremssattel drüber gehen, dann bleibt der länger schön. Meine sind übrigens mit Hammerit lackiert, da gibt es auch ein extra Video. Das Ganze hält wirklich gut und sieht immer noch echt klasse aus. Jetzt geht es dann ans Abtrocknen. Vorher muss der Wagen natürlich abgespült werden. Das habe ich jetzt nicht mehr gefilmt, das wollte ich euch jetzt ersparen. Ja, für den Einstieg empfehle ich so ein ganz klassisches Orange Baby Trockentuch. Es gibt zwar inzwischen diese Twisted Pile Tücher, zum Beispiel Liquid Elements Black Hole, Video auf meinem Kanal. Sehr interessant, die sind wirklich nochmal einen Ticken besser, aber diese Orange Babys sind halt günstiger und für den Einstieg auch in Ordnung. Ja,
Dann ist so eine coole Ergänzung, so ein Dry Blade. Dieses hier kostet, glaube ich, auch irgendwie 6, 8, 6 bis 8 Euro. Preis variiert so ein bisschen. Das ist wirklich super variabel und damit macht ihr euch wirklich keine Kratzer in den Lack. Ich möchte euch das jetzt einmal zeigen. Ja, wir beginnen damit natürlich auch wieder oben und schaben so ein bisschen das Wasser runter. Ja, das quietscht ein bisschen, das tut ein bisschen weh, aber ich verspreche euch, wenn der Lack wirklich sauber ist, macht ihr euch damit keine Kratzer rein. Ihr sollt darauf achten, dass ihr damit nicht über trockene Stellen geht, aber ansonsten funktioniert das wirklich gut. Und gerade bei so einem großen Auto, ist das wirklich eine Arbeitserleichterung. Also das ist vielleicht auch so ein kleines Upgrade. Das muss für den Einstieg direkt nicht unbedingt sein, aber ja, kann auf jeden Fall durchaus sinnvoll sein. Genauso wie ein etwas besseres Trockentuch wie diese Twisted Pile Tücher. Ihr seht, diese Orange Baby Tücher, die haben jahrelang bei mir auch immer ihren Zweck erfüllt. Aber ja, es gibt wie bei so vielen Sachen im Leben natürlich auch hier wieder was Besseres. Link zu den Twisted Pile Tüchern ist natürlich auch in der Beschreibung. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt einfach einen günstigen Einstieg finden wollt, dann könnt ihr mit so einem Orange Baby Tuch auch nichts falsch machen. Und da reicht auch so ein einziges Tuch ohne Probleme aus, um ganzes großes Auto zu trocknen. Das geht ohne Probleme. Einstiege und auch Bereiche wie der Tankdeckel oder die Motorhaube sollten regelmäßig getrocknet werden. Ich nehme hier so ein rotes Sonax-Tuch, die nehme ich immer sehr gerne. Da muss es wirklich nichts Teures sein. Ich habe euch mal Velera-Tücher verlinkt. Da gibt es so ein extrem günstiges Mikrofaser-Set. Und ganz ehrlich, ja, selbst wenn man sich in so einen Bereich irgendwie einen Mikrokratzer reinmachen würde, mich persönlich würde es nicht stören. Deswegen, da würde ich einfach relativ günstige Tücher nehmen. Ja, gerade für den Einstieg ist das auf jeden Fall ausreichend. Nur ist es wichtig, dass man diese Bereiche trocknet, weil man sonst während der Fahrt dann da überall wieder Läufer bekommt. Ja, zum letzten Schritt möchte ich euch noch eine günstige Versiegelung empfehlen. Ich habe jetzt hier den Brilliant Shine Detailer von Sonax. Gibt es ja jetzt auf meinem Kanal schon einige Videos zum Thema Detailer. Ich bin großer Detailer-Fan. Es ist für faule Leute wie mich optimal. Man sprüht ihn einfach auf den Lack auf, wischt ihn ab und hat dann eine wochenlange super Versiegelung, eine leichte Glanzauffrischung und ja, super coole Produkte. Dazu ein einfaches randloses Mikrofasertuch nehme ich sehr gerne. Die gibt es auch im Dreier-Set relativ günstig. Ja, wie gesagt, wir sprühen uns den Detailer einfach auf das Bauteil auf. Hier für eine halbe Haube reichen zum Beispiel zwei Sprühstöße locker auf. Man braucht da nicht viel von, das Zeug hält ewig. Man kann es auch ohne Probleme 1 zu 1 mit Wasser verdünnen sogar. Ja, also dadurch wirklich nicht teuer. Auch für den Einstieg auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr das dann macht, dann hält der saubere Zustand des Autos auch länger, beziehungsweise beim nächsten Mal ist es nicht mehr viel Aufwand, den Wagen wieder sauber zu bekommen. Alternativ ist natürlich auch das Synthetic Spray Rex von ADBL sehr, sehr gut, aber das ist noch ein Tick teurer und heute wollen wir ja ein günstiges Einsteigerset vorstellen, deshalb bleibe ich heute mal bei dem Klassiker, dem Sonax Brilliant Shine Detailer, der übrigens roundabout 12, 13 Euro kostet und ja, damit wirklich auch für jeden Einsteiger erschwinglich sein sollte. Diese modernen Sprühversiegelungen oder Detailer eignen sich übrigens auch sehr gut als Scheibenreinigerersatz. Deswegen habe ich jetzt keinen Scheibenreiniger im Set dabei. Wir wollen ja die Kosten möglichst weit unten halten. Und gerade auch in der 1 zu 1 Verdünnung funktioniert das sehr, sehr gut. Weiterhin kann man den Sonax Brilliant Shine Detailer zum Beispiel sehr gut als Felgenversiegelung einsetzen. In meinem Fall ist die Felge zum Beispiel noch nass. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ich sprühe mir etwas von dem Detailer hier aufs Tuch. Und ja, dann gehe ich einmal hier die Felge entlang. Und dann haben wir auf jeden Fall für 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wie viel man fährt, auch einen super Schutz auf der Felge. Und beim nächsten Mal wird dann vielleicht sogar schon nur Snowform und Hochdruckreiniger ausreichen, um die Felge sauber zu kriegen. Dann wird man wahrscheinlich keinen Felgenreiniger mehr einsetzen müssen. Außerdem kann man hiermit noch kleinere Restverschmutzung entfernen. Deswegen eine coole Sache. Ja, jetzt kommt noch was ganz Verrücktes. Und zwar nutze ich den Brilliant Shine Detailer jetzt auch noch als Reifenlanz. Ja, ein Abonnent hat mich darauf gebracht und ich muss euch sagen, jo, das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Ihr könnt euch einfach den Brilliant Shine Detailer oder wahrscheinlich aber auch ADBL SSW oder so, das wird damit auch funktionieren, einfach auf ein Tuch sprühen und einmal über den Reifen gehen. Ihr habt da wirklich so eine kleine Auffrischung. Der Reifen wirkt dadurch ja, relativ schwarz. Kommt natürlich nicht an Reifenglanzgel ran, aber wenn man gerade eh dabei ist, kann man das machen. Ja, nach der ganzen Arbeit kann man jetzt sein frisch gewaschenes, glänzendes Auto bewundern. Ich finde, meine E-Klasse steht wieder sehr gut da. Man muss bedenken, der Wagen ist inzwischen 10 Jahre alt, hat über 230.000 Kilometer runter und es ist dennoch jedes Mal, wenn er frisch gewaschen ist, einfach ja, ein toller Anblick. Ich finde, gerade schwarz hat immer super schöne Spiegelung und ja, wenn man sich dann den Anblick
anschaut, dann weiß man, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Und ja, ich kann euch nur vorwarnen, wenn ihr erst einmal angefangen seid, ihr werdet süchtig. Also Autopflege wird dann nach und nach wirklich ein teures Hobby. Ihr werdet nicht bei dem Einsteigerset bleiben. Es wird nach und nach immer mehr werden. Ihr werdet immer mehr Produkte ausprobieren wollen. Aber es ist wirklich ein schönes Hobby. Es macht Spaß. Und ja, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch hier gefallen. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video bei Autoverrückt und ciao.